kenne ich eigentlich nicht, aber es soll hier oben in der Bibliothek, die ist hier oben, 3 Stockwerke soll er arbeiten, aber hauptsächlich wahrscheinlich in diesem Kurzgeschichtensektor. Der schreibt doch Kurzgeschichten, oder? Also da glaube ich nicht, dass er aus diesen alten, staubigen Büchern Inspiration für seine Kurzgeschichten wird. Ist doch moderne Kurzgeschichtenschreiber, habe ich gehört, oder? So mit Postmoderne und Neo-irgendwas. Da soll der sitzen, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Möglicherweise ist er auch mal bei den Germanisten zu finden, das könnte auch sein, vielleicht auch Medienwissenschaft, aber es wird nicht passen, glaube ich, nein. Heute habe ich ihn auch noch nicht gesehen, bin auch nicht erkennen, aber vielleicht kommt er, ja, ist ja jetzt zu, ne? Also wird wahrscheinlich nicht mehr auftauchen, glaube ich. Welt in einer Tasse stecken. Ne? Wie würde das gehen? Für die Konzentration, für die Stimmung, die man in eine Szene reinbringt, auch ja, zum Fach bleiben. Aber ja, ich bin nicht Stefan Winter. Sind, damit ich ein bisschen unter ihnen bin, etwas beobachten kann, schauen kann, wie die Leute funktionieren, was da für kleine für Dinge passieren im richtigen Leben und wegen der frischen Luft vielleicht. Ich denke, wenn ich schreibe, dann würde ich nicht so viel rauskommen. Was mich stören würde, wäre das Gefühl, dass dauernd jemand über die Schulter schaut, dass ich kontrolliert werde. Muss ich ihn mal fragen, wie er das sieht. Wenn ich kreativ arbeiten will und es geht überhaupt nichts vorwärts. Ich sitze in meinem Zimmer, das dann auch ziemlich warm ist, gerade im Sommer, und stickig und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ideen, dann gehe ich duschen. Das Wasser läuft über mich drüber, ich habe so einen Moment Pause und gerade in dem Moment kommen meistens die besten Ideen. Und ich habe mich heute auch schon mit Stefan Winter darüber unterhalten und er meinte, ja, ihm geht es genauso.